Der Tag nach der großen Sause. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Disneyland Paris. Unser dritter Tag, unser letzter Tag sozusagen. Und wie ihr sehen könnt, trage ich einen Regenschirm. Nein, ich nutze ihn nicht als Sonnenschirm, es regnet tatsächlich. Ich glaube, das ist der erste Regentag, den ich dieses Jahr hier erlebe. Was ja echt eine gute Rate ist, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es trotzdem später aufhört für ein paar Bilder, weil Disneyland Paris im Regen macht halt, um ehrlich zu sein, weniger Spaß. Aber das Wetter können wir nicht beeinflussen. Nur unsere Kleidung. A rainy day at Disney is better than a sunny day at office. Habt ihr gehört? Ja, also wir laufen jetzt zum Park, haben das Auto Tetris-mäßig vollgepackt. Also es passt leider nichts mehr rein. Gar nichts mehr. Aber Nina muss wenigstens nichts auf dem Schoß tragen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt zum Park. Wollen den einen oder anderen Magic Shot machen und heute bei Toads essen gehen. Das müssen wir auch noch probieren. Und das werdet ihr alles in diesem Vlog sehen. Also ich weiß nicht, wie viel ich euch in diesem Vlog zeigen werde, weil ja, bei so einem Wetter kann man halt echt wenig machen und auch zeigen. Wir haben gerade ein paar Fotos gemacht, aber ja, im Regen halt. Mal gucken, ob die Magic Shots überhaupt da sind, vielleicht mit Schirm. Aber ja. Es soll nach 13, 14 Uhr besser werden, aber da wollten wir schon nach Hause fahren. Naja, aber es gibt auch so Tage. Es kann nicht immer heiter Sonnenschein sein, ne? Ja, hier direkt am Schloss, hier, gibt es einen neuen Magic Shot mit den Ballons zum 30. Geburtstag. Ja, wir haben Brina bei Bellanotte abgesetzt und stellen uns jetzt hier bei Toad's Hall an und probieren das neue Fish and Chips Gericht. Also da seht ihr mal, was es hier im Toads zu essen gibt. Also klar, Fish and Chips mit Remoulade oder Ketchup für 12 Euro. Es gibt auch noch eine vegane Variante. Die probiere ich jetzt heute nicht. Kostet auch 12 Euro. Und es gibt ein Kindermenü für 6. Und wir haben jetzt schon gesehen, also die Portionen sind echt gigantisch für 12 Euro. Wenn ihr nicht so viel Hunger habt, reicht auch das Kindermenü. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt auch einmal Kindermenü bestellen. Und es gibt auch ein neues Dessert, die Biskuitrolle von Mr. Toads. Die werden wir auf jeden Fall auch probieren. Also, das ist die große Portion, zwei große Stücke Fish and Chips und darunter verstecken sich die Pommes. Und es ist tatsächlich auch, man sieht Toads Halls Telegraph, also die Newspaper. Yes, one, yeah. Also ich weiß nicht, was da alles draufsteht. Wahrscheinlich kann es auch gleich gar nicht lesen, weil da so viel Remoulade ist. Also ich wollte so viel Remoulade. Und so sieht das Dessert aus. Ist mit Kiri. Da kommt auch schon die Brina. Ja, kostet 4 Euro. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Kurzes Fazit zu Toads. Fish and Chips war lecker, aber für mich ist die Portion viel zu groß. Also zwei Filetstücke oder Fischstücke und Pommes ist echt viel. Würde mir in Zukunft tatsächlich das Kindermenü dann bestellen, wenn wir herkommen würden. Und das Dessert, es war in Ordnung, ich würde es nicht nochmal bestellen. Es ist, also für Brina war es zu süß. Ich fand es das Gegenteil. Aber dazu muss man sagen, die Remoulade, ich war so ein Kind, nee. Die Remoulade war sehr essighaltig, also nicht so wie wir sie kennen, sondern schon so eher englisch. Damit ein bisschen mehr weniger, also Essig. Kann auch sein, dass meine Geschmacksnerven dann ein bisschen getrübt wurden. Es ist auch ein bisschen sauer, also so eine Zitronencreme mit Kiri und außenrum, ich weiß nicht, was das ist. Also ist auch so ein bisschen krümelig, sandig im Mund. Also nicht, dass es Sand wäre, aber so würde ich es beschreiben. Ja, ganz, kann man mal machen, aber ich würde jetzt nicht bei jedem Trip hier ins Toads kommen.
Der Regen hat gerade zum Glück etwas aufgehört und ja, wir haben jetzt noch den anderen Magic Shot gefunden, der gerade betrieben wird und ja, sehr gespannt, wie es aussehen wird. Schon sehr ähnlich zu Walt Disney World, was ich da gesehen hatte. Ja, auch sehr schön. Ja, aber mich auslachen! Kommst du denn nicht hoch, sagst du? Ja. So, Moment, jetzt müssen wir mal hier. Wie heißt die Gram? Und Frieda mir zwischen die Beine fasst. Solange ich hier sitze, filme ich euch gerade noch das Outfit of the Day. Der Rock ist von der lieben Steffi. Hier ist das Schloss. Und das 30er-Logo. Ne, das ist hinten. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Das T-Shirt gibt es gerade hier zu kaufen im Disneyland Paris zum 30. Geburtstag. Die Jacke, die habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren hier im Sale gekauft mit Minnie Maus. Die Ohren gibt es auch gerade hier zum 30. Geburtstag. Aber sind sehr ähnlich dem 25. Geburtstag Ohren, also die gibt es irgendwie immer, die goldenen Ohren. Ja, ohne Mickey Maus Strumpfhose. Ja, das ist mein Outfit. Ja, wir sind jetzt gerade hier bei Market House Deli und holen uns was für den Weg. Ich habe mich jetzt für hier die Beignets entschieden. Gibt es mit Aprikose und Schokolade. Gibt auch Sandwich vegan und nicht vegan. Einen großen Cookie für 12 Euro, also schon richtig krass teuer. Ich zeige ihn euch mal hier. So sieht der aus, aber halt... Der sieht schon gut aus, aber ich... Für 12 Euro ist... Für einen Keks. Für einen Keks, ja. Ist schon viel, ja. Also ein trockener Keks sogar. Nicht nur gefüllt mit Gold oder so. Mit Gold. Und das ist hier das Madeleine. Das ist aber auch gefüllt, ne? Glaube ich. Die sind eigentlich nicht gefüllt. Nee. Ich weiß es nicht, aber Sinan kann es uns ja später sagen. Sinan kann es uns später sagen, aber nicht mehr in diesem Video, ja. Nee. Für mich gibt es Aprikosen-Beignets, aber das probiere ich tatsächlich auch später erst auf der Heimfahrt. Das ist mit Nutella und das ist das vegane. Obwohl da Käse drauf ist, ist dann so veganer Käse. Wahrscheinlich für meine Schwester. Den, als wir da waren, gab es den nicht und sie wollte mal testen. Da bringe ich ihr jetzt mit. Und Croque Monsieur für Brina. Nina. Ja. Aber testen werden wir das alles jetzt nicht. Wir werden nur Fotos davon machen. Ja, aber das kann ich nicht an zum Bilder machen. Rappisch. Kannst du ja in der Tüte halten. Ja. Ja, wir haben jetzt den Park verlassen. Ja, das Wetter hat sich gehalten. Also es hat nicht mehr geregnet. Ab morgen soll es auch wieder schönes Wetter geben. Aber ja, kann man halt nicht immer beeinflussen. Ich entschuldige mich dafür schon mal, dass es nicht so spektakulär war in diesem Vlog. Es ist nicht viel passiert, wir haben auch nicht viel gemacht. Wir haben jetzt gerade noch ein paar Snacks gekauft für die Fahrt. Und ja, ich muss eigentlich morgen hier arbeiten. Wir planen so gegen 15.30 Uhr loszufahren. Wie gesagt, wir schlendern jetzt noch mal durchs Village. Weil bei dem Junior Fashion Store ist jetzt wohl Arribas drin. Das zeige ich euch gerne noch hier in diesem Vlog. Und hier sehen wir gerade, die arbeiten am Disneyland Hotel. Ja, laufen auf Hochtouren. Ganz viele Kräne und da es halt auch direkt am Eingang ist, sieht man alles, was hier so gemacht wird. Aber auch die Fortschritte. Ja, was kann ich noch zu sagen? Also ich bin mit Prina ja in 4,5 Wochen wieder hier zum Dapper Day. Bin sehr gespannt, mein erster Dapper Day. Auch mit Prina, mit der Expertin. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kommt der Daniel noch mit, wir wissen es nicht. Wir versuchen ihn natürlich zu überreden. Es macht nämlich noch mehr Spaß und wir versuchen ihn tatsächlich auch in einen Anzug zu quetschen. Und mit einer All-Sleek-Fliege zu versehen. Mal gucken, ob er es mitmacht. Jetzt verrätst du das, obwohl wir sie mir heimlich schicken wollten. Das heißt, sagst du jetzt, dass wir ihm schicken wollten? Ja, den ganzen Plan hast du jetzt verraten. Den ganzen Plan habe ich verraten. Müssen wir jetzt noch machen, bevor das Video online geht. Bis dorthin ist die nicht da. Amazon Prime ist morgen. Komm, müssen wir das jetzt direkt machen. Müssen wir jetzt machen. Mal gucken. Ja. Genau, also wir sind das nächste Mal hier zum Dapper Day. Ich bin in den nächsten Tagen, also in den nächsten 2 Wochen über Ostern, bei meinem Freund in der Schweiz. Da wird es auch ein bisschen ruhiger, aber ich habe noch genug Material, was ich hochladen kann.
Santa Fe Video, Merch Video, Secure Lodge Video schulde ich euch auch noch. Also da ist noch einiges, was ich noch im Petto habe. Ja. Verabschieden tue ich mich dann am Santa Fe bei euch. Ich bin jetzt hier im Village und hier könnt ihr Gläser kaufen mit dem Logo, auch mit verschiedenen Charakteren. Das könnt ihr euch hier alles gravieren lassen. Irgendwie 10 Euro pro Stück. Also hier seht ihr die blanken Gläser, könnt ihr euch eins aussuchen und es dann gravieren lassen. Bei der Dame hier. Es gibt wohl auch Münzen. Hier gibt es ein paar Glasfiguren. Also nicht alles zum 30., auch andere Sachen. Hier gibt es noch die Gläser, die habe ich tatsächlich vorher auch noch nie gesehen. Verschiedene Charaktere, was kostet denn hier so ein Glas? Nichts. Ach, die kann man ausmalen. Ah, jetzt verstehe ich's. Ah, 15 Euro. Hier sind Buntstifte. Und so sieht das dann aus. Kann euer Kind ausmalen für 15 Euro. Stifte inklusive, also hier ausmalen und dann mitnehmen. Das ist eine ganz süße Idee, muss ich sagen, für Kinder als Erinnerung. Kann man mal machen. Was gibt's noch? Also richtig schicke Gläser gibt es hier, muss man sagen. Schmuck gibt es auch ein bisschen. Bierkrug mit dem Schloss drauf. Ach, hier kann man sich jetzt auch die Nägel machen lassen. Macht sich gerade jemand die Nägel? Das war ja vorher im Lilis Boutique, glaube ich, war es auf der Main Street. Jetzt ist es wohl hier hingezogen. Face Painting wird hier auch mal angeboten. Hier sieht man die ganzen Designs. Ja, kann man machen. Hier sind auch die goldenen Gläser, die gibt es ja auch im Harringtons, aber die gibt es auch hier. 15 Euro, diese Mickey- oder Mini-Figur mit dem 30er-Logo kostet, an der Donald gibt es auch, 49 Euro. Das ist schon teuer. Gibt auch Goofy, glaube ich, ist das. Ja. Gibt auch Goofy. Ich glaube, das war's. Ja, also ich habe euch gerade gezeigt, was alles da so in diesem Junior Glass Store zu finden ist. Ja, nichts Besonderes für meinen Geschmack, aber das Ausmalen für Kinder ist ganz nett. Ja, wir gehen jetzt zum Auto und damit verabschiede ich mich heute bei euch. Wie gesagt, war jetzt kein spektakulärer Vlog, aber der von gestern war umso spannender und magischer. Ja, es gibt noch ein Auberge-Video tatsächlich die Tage und auch Walls. Also, wie gesagt, es gibt einiges noch hochzuladen. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!